Kennt ihr das, wenn ihr mit euren Freunden essen seid und ihr so unterschiedliche Sachen bestellt und ihr euch dann immer denkt so, boah, hätte ich mal das bestellt, was die andere Person hat, weil das sieht viel geiler aus? Ja, das haben wir nie, weil Jana immer komische Sachen isst, so random Sachen. Nudeln mit Mayo mäßig. Nee, hä? Was isst du mit Mayo? Ist doch keine Nudel mit Mayo. Ja, aber sie isst so Nuggets und sowas mit Mayo. Nein! Doch, klar! Früher! Nicht mehr. Was isst du jetzt mit Nuggets? Süß-Sauersoße. Ja, okay, dann bist du jetzt doch normal, dann können wir doch tauschen. Aber meistens mag Jana die Sachen, die ich esse, trotzdem nicht, weil Jana ist Picky Eater und ich bin Experimente. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute werden Jana und ich für 24 Stunden unser Essen tauschen. Ich werde den ganzen Tag über ganz normal mein Essen kochen, wie ich es kochen würde. Jana wird den ganzen Tag ungewöhnlicherweise ihr eigenes Essen kochen. Und wir werden das dann switchen. Das heißt, ich darf nicht mein geiles, leckeres Essen essen, sondern muss das von Jana essen und andersrum. Das wird, glaube ich, entweder ein sehr aufschlussreicher Tag oder ein sehr schrecklicher Tag. Lassen wir es drauf ankommen. Ab geht's mit The Breakfast. Zum Frühstück, liebe Leute. Ich bereite das jetzt schon mal vor, damit sie das nicht sieht, was ich mache. Weil wenn sie sieht, was ich da rein tue, unspaß, sie wird das nicht trinken. Einfach, also, oder essen, trinken, eher trinken. Das Ding ist, normalerweise frühstücke ich nicht. Also ich frühstücke wirklich so, so selten. Wenn dann eigentlich nur, wenn mein Freund bei mir ist oder irgendwie Wochenende ist oder so. Aber on a daily basis frühstücke ich nicht, trinke immer nur einen Kaffee. Und dann esse ich irgendwann Mittag. Ich weiß, es ist nicht so gut, aber ich mache es halt irgendwie leider. Weil ich irgendwie nicht so der Frühstücksfan bin. Aber wenn ich weiß, dass ich lange nicht Mittag essen kann, dann mache ich mir so ein Frühstück, mit dem ich dann irgendwie Nährstoffe aufnehme. Damit ich Nährstoffe aufnehme. Aber das schmeckt auch richtig geil, Leute. Also wenn ihr keine Frühstücksperson seid, dann ist dieses Gericht in Anführungszeichen so, so geil, weil es ist mega gesund und es schmeckt nach Schokolade. Obwohl da absolut keine Schokolade drin ist. Für dieses Rezept brauchen wir einen Kaffee bzw. einen Espresso. Here we have our Espresso. Dann braucht ihr noch gefrorene Banane. Ihr könnt auch frische Banane nehmen, aber mit gefrorener ist es wesentlich geiler. Irgendeine Milch eurer Wahl. Ich nehme immer die hier. Oh, die gerade ausgelaufen ist. Sehr gut, Julia. Haferflocken. Und wenn ihr fancy seid, könnt ihr auch noch Mandelmus reinmachen, aber es ist eigentlich nicht nötig. Ich packe dann immer so eine halbe bis dreiviertel oder manchmal auch eine ganze Banane da rein. Haferflocken auch meist nach Gefühl, aber ich versuche das jetzt mal ein bisschen für euch zu dosieren. In etwa 5 Esslöffel Haferflocken. So ein bisschen Milch, bis es ein bisschen flüssig ist und die Haferflocken so erreicht hat. Jetzt habe ich wieder keine genaue Mengenangabe gegeben, aber ihr checkt schon. Und für die Healthy Fats noch einen Teelöffel Mandelmus. Und das wird jetzt einmal durchgemixt. Tada! So sieht das Prachtstück jetzt aus. Also einfach wie Kotze. Aber ich schwöre euch, es macht so satt. Schmeckt absolut nicht nach Kotze, sondern nach so gesünderem Kakao irgendwie. Also wenn ihr morgens nicht so viel Zeit habt oder nicht so viel Hunger oder euch einfach irgendwie gesund ernähren wollt, das ist übelst geil. Ich glaube, Jana wird es nicht so geil finden, aber das ist mir egal. Und ich habe das jetzt nicht gemacht, um Jana zu ärgern, sondern das ist halt legit das, was ich meistens frühstücke, wenn ich frühstücke. Swear to God, okay? Obwohl ich auch noch so eine geile Chilischote reinmachen könnte. Ich glaube, jetzt direkt am Morgen wäre das ein bisschen zu früh. Guten Morgen! Bereit, das beste Frühstück ihres Lebens zu haben? Kommt doch an. Moin! Ich mache Julia jetzt was zu essen, was ich ganz oft morgens esse. Das ist eigentlich voll viel, aber muss jetzt durch. Als erstes schneiden wir Avocado auf. Dann legen wir das jetzt so lange hier hin und toasten das Toast. Super. Dann machen wir noch Tomatenmozzarella und Rührei. Yay! Ich glaube, das ist das falsche Messer dafür, aber egal. Wir machen das jetzt hier rein. Oh mein Gott, ich probiere es mit einer Hand, okay? Ja, gut, ne? Das ist jetzt halt schade. Oh, alles gut gegangen. Salz, Pfeffer. So, eigentlich brauchen wir jetzt noch Zitrone. Oh, so viel. Ich habe Zitrone gefunden. Leute, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Wir holen sie jetzt. Julia, kommst du? Hi. Oha! Oha, Jana, ich fühle mich richtig schlecht! Ach du Scheiße! Oha, das sieht voll schön aus. Oh mein Gott, es tut mir so leid, ne? Jana, es tut mir so unfassbar leid, ne? Nur das? Naja, ich habe gedacht, normalerweise, also ich frühstücke halt fast nie und trinke nur ich auch Eiskaffee. Nicht. Ja, aber wenn du frühstückst, dann frühstückst du das. Und wenn ich frühstücke, dann frühstücke ich das. Ich würde sagen, wir tauschen. Ich habe damit absolut kein Problem. Ich will Banane. Ja, das ist auch
Banane drin. Und? Boah, das schmeckt eklig. Tomatenmozzarella zum Frühstück ist einfach so absolut weird. Aber ist geil. Aber warum ist es zum Frühstück? Hä, Tomate ist doch gesund. Aha, voll hübsch gemacht, Jana. Bin schockiert. Und fühle mich schlecht. Aber das ist halt leider, wie es ist, ne? Mmh. Oh, ist das nicht so einfach. Ich hatte eine Weisheitszahn, okay, Leute. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Ist du ehrlich? Tomatenmozzarella zum Frühstück? Ja, nur nicht mit Händen. Boah, das schmeckt so eklig. Oha, das schmeckt viel mehr nach Banane als sonst. Tut nicht so viel Banane rein, Leute. Mach's einfach gar nicht. Es ist 14.39 Uhr und dementsprechend Mittagessen-Time. Und normalerweise würde ich jetzt einfach mein Pesto nehmen, was ich vor ein paar Tagen irgendwann, ich glaube über Ostern, habe ich das selber gemacht. Das würde ich jetzt mit Nudeln mischen und dann hätte ich mein Mittagessen. Aber das wäre ja irgendwie übelst lame für euch. Deswegen machen wir das Pesto jetzt nochmal selber und ich schenke das dann danach meiner Oma. Weil dieses Pesto-Rezept, ohne Spaß, Leute, das ist übelst geil. Und ihr müsst es nachmachen, weil es ist das beste Pesto auf diesem Planeten. Das hält übelst lange im Kühlschrank und alles ist geil. Selber gemacht als gekauft. Zumindest wenn man es kann. Und ein gutes Rezept hat. Und ihr kriegt jetzt ein gutes Rezept. Ihr benötigt Olivenöl, getrocknete Tomaten, Cashewkerne, Walnüsse, Grana Padano oder Parmigiano Reggiano. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und ich habe auch keinen Plan, wo der Unterschied liegt. Ich habe rausgefunden, wo der Unterschied zwischen Grana Padano und Parmigiano Reggiano liegt. Erstens, die beiden Käsesorten werden an unterschiedlichen Orten in Italien hergestellt. Und der Parmigiano Reggiano hat mehr Fettgehalt als Grana Padano und muss länger reifen. Dementsprechend ist er auch meistens teurer und hat ein intensiveres Aroma. Also ist einfach die bessere Version vom Grana Padano. Einen riesigen Unterschied macht es nicht. Ich glaube, ich würde es nicht schmecken. Keine Ahnung. Dann benötigt ihr noch Knoblauch, Chili oder Chiliflocken und Salz und Pfeffer, wie ihr Bock habt. Das ganze Glas Tomaten kommt dann in eure Mixbehälter. Dazu kommen noch 75 Gramm Parmesan, ein bisschen Chili, 1-2 Knoblauchzehen, 75 Milliliter Öl oder sogar mehr, je nachdem, wie gut es sich vermixen lässt. 25 Gramm oder eine Handvoll Walnüsse und 30 Gramm oder eine Handvoll Cashewkerne. Das könnt ihr dann noch salzen und pfeffern, wie ihr wollt. Und das muss dann gemixt werden. Ich habe einen Mixer genommen, ich würde euch aber einen Pürierstab empfehlen, weil mit einem Mixer das zu machen ist richtig Absturz. Wenn nicht alle Tomaten klein geworden sind, könnt ihr noch welche reinschneiden. Ich finde das immer ganz geil, aber ihr könnt natürlich auch alles zerkleinern. Und tada! Das kommt dann noch in ein Glas und wir sind fertig mit unserem Pesto. Und das, liebe Leute, ist, wie ihr das beste, einfachste Homemade Pesto ever macht. Das lasst ihr am besten dann immer noch so einen Tag stehen und dann ist es richtig geil. Weil dann ist alles so zusammengezogen und schmeckt einfach mashallah. Jana ist gerade hier vorbeigegangen, um aufs Klo zu gehen, hat gesehen, dass ich die Spaghetti rausgeholt habe und meinte direkt, dass ich mal welche mitmachen soll. Das heißt, ich ahne Böses, was ihr Mittagessen sein wird. Ich koche jetzt auf jeden Fall Nudeln. Bin hier gerade schon dabei, die abzumessen, weil ich weiß nie, wie viel eine Portion Nudeln sind. Ich mache jetzt einfach mal 200 Gramm für uns beide. Ich mache immer zu viel oder zu wenig. Beziehungsweise, wenn ich dann die normale Portion mache, dann denke ich immer, es ist zu wenig, klatsche noch mehr rein und dann ist es im Endeffekt zu viel. Deswegen wiege ich das jetzt immer ab. Here's the water cooking und wir sehen uns gleich, wenn die Nudeln fertig sind. Noodles are ready und am besten hebt ihr euch so ein kleines bisschen Pastawasser auf, also das Wasser, in dem ihr eure Nudel gekocht habt, weil dann wird das Pesto noch viel geiler und es wird unnormal cremig, also ohne Spaß, vertraut mir. Ich nehme jetzt hier so eine Pretty Bowl, weil ich will das so voll schön anrichten und etwas von dem Pesto. Ich nehme da so einen richtig guten Babs und vermische das erstmal mit dem Pastawasser ein bisschen. Jetzt kommen die Nudeln dazu. Okay. Weil ich jetzt fancy sein will, nehme ich ein bisschen Küchenpapier und mache die Ränder sauber. Würde ich normalerweise natürlich nie tun, weil das ist Pesto-Verschwendung. Und oben drauf kommt noch ein süßes Basilikumblatt. Tada! Jana ist am Start und hier sind deine Nudeln. Viel Spaß beim Gericht machen. Bye! Wenn ich Nudeln esse, esse ich sie mit Olivenöl und Salz. Ich weiß nicht, ob Jule das mag. Ich würde das so gerne selbst essen. Ganz viel Salz, weil Salz ist geil. Julia? Fertig? Mhm. Dann ab geht's. Ja, es ist das, was ich erwartet habe. Ich schätze, es sind einfach Nudeln mit Olivenöl und Salz und ein paar Kräutern, I guess. Mhm. Du hast noch was. Und zwar trinke ich immer ein wunderschönes Zitronenwasser. Nein. Okay, dann esse ich jetzt mal meine plain Nudeln, wenn du mein geiles Pesto essen kannst. Schmeckt's gut? Mhm. Scheiße, ich dachte, sie will es nicht essen und dann kann ich später essen. Es schmeckt geil, aber ich will lieber meins. Ich weiß nicht, ob ihr schon eine Nahaufnahme von meinem gemacht bekommen habt, aber falls nein, that's what it looks like. Du musst noch das Zitronenwasser probieren. Man kann es trinken, aber es ist eigentlich echt eklig. Würdest du jetzt Zucker reinhauen oder was? Ich würde es erst gar nicht machen.
Welcome to the Abendessen, Leute. Es ist 18.47 Uhr und ich bin gerade übel aufgeschreckt, weil ich mir das Rezeptvideo angeguckt habe von dem Gericht, was ich jetzt machen will, beziehungsweise von dem Tofu-Part. Ich möchte nämlich Popcorn-Tofu machen, weil ich glaube, Jana findet das auch cool. Und das ist was ich sowieso öfters mal mache, beziehungsweise ich mache öfters mal Tofu. Und das war jetzt eine Version, wie ich es mal probieren wollte. Und dann habe ich mir gerade das Rezept angeguckt, das war so ein Reel. Und plötzlich sagt die, marinate the tofu for 30 minutes in salt water. Und es ist schon sehr spät und ja, das muss ich jetzt schnell machen. Tada! Während der Tofu jetzt für 30 Minuten da drin sitzt, mache ich schon mal alles andere für das Gericht, was ich mache. Ich will nämlich eine richtig geile Udon-Nudelpfanne machen. Falls ihr Udon-Nudeln nicht kennt, das sind diese Teile hier. Das sind so wurmartige Nudeln, die richtig eklig aussehen, aber mega geil sind. Ich schäme mich jetzt schon dafür, wie oft ich heute, glaube ich, mega geil sage. Aber eine mega geile Soße machen wir jetzt. Und dafür braucht ihr tatsächlich gar nicht viel. Einfach nur Sojasauce. Ich nehme jetzt immer so eine Thai-Chili-Soße im Moment, weil ich die noch habe und die weg muss. Aber ihr könnt auch Ketchup nehmen. Sriracha. Chili-Soße und Erdnussbutter. Das Allerwichtigste. Das alles mixen wir jetzt zusammen nach Augenmaß mit Wasser. Guckt einfach zu. Ohne Spaß, das ist so ein Horror, jedes Mal das zu vermixen. Aber es lohnt sich, ich schwöre. Tada! Beautiful Peanut, keine Ahnung was Soße. Und die kommt jetzt zur Seite. Und wir brauchen jetzt den hier. Wir müssen jetzt Sachen schneiden. Frühlingszwiebel, die am besten nicht so vergammelt ist wie meine. Irgendein random grünes Gemüse, was ihr habt. Ich habe jetzt Bok Choy. Ihr könnt auch Zucchini nehmen oder was auch immer ihr wollt. Eine Karotte und ja, eine Paprika. Tada, fertig. Wir widmen uns jetzt wieder dem Tofu. Dafür brauchen wir Speisestärke. Das hier ist jetzt Maisstärke. Eigentlich soll man Tapioca-Stärke nehmen, aber habe ich halt nicht. Hier kommt jetzt einfach ein bisschen Maisstärke rein. Okay, das war ein bisschen viel. Hauptsache, ich sag gerade, okay, das war ein bisschen viel und pack noch mehr rein. Sehr gut. Das mit dem Tofu habe ich selber noch nie gemacht. Also das ist gerade auch irgendwie wieder ein Testvideo. Hierzu kommen jetzt Salz. Dann hat sie 5-Spices-Gewürz benutzt, was auch immer das sein soll. Ich habe hier Gewürzsalz, was glaube ich nichts damit zu tun hat. Packe ich jetzt dann halt einfach da rein. Ich packe da jetzt einfach noch Pfeffer zu. Den Tofu in dem Salzwasser, den gieße ich jetzt ab. Und drücke ihn jetzt ein bisschen trocken. Der soll jetzt genauso einfach mit der Stärke bedeckt werden, bis er komplett eingebapscht ist. Und ich merke, ich habe wirklich viel, viel, viel zu viel Stärke. Und das Ganze, also der Tofu, muss jetzt in heißem Öl frittiert werden. Und das mache ich jetzt hier gerade schon heiß. Ich glaube, es ist auch schon heiß, also so wie es sich anhört. Und ich packe das jetzt einfach mal da rein. Wünscht mir Glück. Okay, goodbye, Tofu. Ah! In der Zeit, in der Tofu jetzt da drinnen frittiert, werde ich den Rest machen. Also das Einzige, was ihr jetzt eigentlich nur noch machen müsst, ist alles zusammenschmeißen. Das Gemüse werde ich jetzt anbraten, dann kommen die Nudeln dazu, dann kommt die Soße dazu und am Ende halt der Tofu. Oh mein Gott, Leute. Das ist das fertige Gericht. Wie geil sieht es bitte aus? Es sieht so mega lecker aus einfach. Der Tofu ist nicht ganz so braun geworden, wie ich es gedacht habe. Aber es riecht einfach so geil und es wird einfach so geil schmecken. Oh mein Gott. Ich hoffe, Jana mag es nicht, weil dann kann ich es essen. Julias, nächstes Gericht wird nicht so spannend. Aber das Ding ist, also das ist jetzt nur Tomatenmozzarella, weil ich esse das wirklich voll oft. Einfach nur Tomatenmozzarella, weil Tomatenmozzarella ist so geil. Und Süßigkeiten, weil Süßigkeiten sind toll. Ich mache das jetzt noch zu Ende. Ich habe schon mal angefangen, weil das jetzt, glaube ich, nicht so spannend ist. Ich habe das heute Morgen schon gemacht. Eigentlich würde ich jetzt Basilikum da drauf machen. Und das hat Julia gesagt, das ist ja auf dem Balkon. Aber ich habe echt keinen Bock, das da drauf zu machen. Deswegen isst sie das jetzt ohne. Das ist mein Abendbrot. Junge, ich hatte heute schon Tomatenmozzarella. Jana kann man halt echt nicht alleine wohnen lassen, ne? Die würde sich nur Tomatenmozzarella machen und das hier essen wahrscheinlich. Okay, soll ich dir mein Essen zeigen? Okay, ich weiß nicht, ob sie auch noch mögen wird. Ja, voll schön. Das ist Crispy Tofu. Der ist so frittiert mit Paprika und Karotte. Und dann sind es so Udon-Nudeln mit so geiler Soße. So, Leute. Dann guten Appetit. Ich bin gar nicht neidisch.
Und? Ich esse nochmal meine Mozzarella. Ja, schmeckt gut. Echt? Ich hätte niemals gedacht, dass du sagst, dass es gut schmeckt. Ist der Tofu gut? Mhm. Okay, ich will den probieren. Leute, ich muss ihn probieren. Ich habe das noch nie gegessen. Oha. Für manche Mozzarella ist auch okay. Ich weiß nicht, ob ich davon satt werde, ne? Ich glaube, ich werde einfach alles hiervon essen, damit ich heute Abend nicht noch Heulhunger kriege. Fertig. Komm nochmal zu meinem nächsten Gang. Boah, ich finde so Schokolade irgendwie eklig. Bist du doof? Ja, und irgendwas dabei. Was willst du denn dabei essen? Keks oder was? Nüsse, keine Ahnung. Irgendwas ist da doch manchmal so drin. Ich hasse Nussschokolade. Also bei Schokolade unterscheiden wir uns anscheinend. Richtig schönes Abendessen. Die schmecken gut. Ich probiere jetzt noch die. Oh. Wer macht eine Tüte so auf? Ja, die gehen nicht anders auf. Ich hab's versucht. Oh, ja, sie geht doch anders auf. Wer macht die denn an der Seite auf? Ja, ich. Ich gehe jetzt mit meiner Tafel Schokolade und Jana mit dem Rest ihres Essens aufs Sofa und wir gucken jetzt YouTube. Ich muss diese Tafel heute noch vernichten. Alright, Leute, ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr so ist, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, weil wenn ihr zwei Daumen gebt, dann ist der Daumen wieder weg. Egal, ihr könnt jetzt hier noch bei meinen letzten Videos vorbeischauen. Da könnt ihr mich abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.